Nein. 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 Gut, na, ich muss jetzt runter. Fell habe ich gekauft heute Morgen für 5 Uhr. Fellenring. Lag beim Trödler rum. Na, jetzt mache ich erstmal auf den Laden. Viertelstunde Verspätung. Musste noch schneiden. So, denn wieder rausräumen, wie immer. Entschuldigung, weil ich ist inzwischen die Beine gefahren, wisst ihr? Mann, pass doch mal auf! Kannst du nicht aufpassen, oder was? So, und? Was sind da ja angegangen? Ich so, was soll das? Das war aus Versehen, ne? Und die Mutter hinter mir auch. Nee, du hast alles richtig gemacht, so aus Garten. Ja. Das war wieder ein super Stoff. Weißt du, wie sie dann gleich so gucken? Bitte mich an. Bitte. Okay, bis gleich, Tommy. Piss dich! Geh arbeiten! Ja, ich muss, ey, ich bin super spät dran. Ja, Züge kosten 18 Euro, ein Stück Bremsbeläge 22. Nee, warte mal, das sind die Billen, ne? 15 Euro ein Stück. Wieso, was ist denn jetzt los? Willst du jetzt halt neu oder was? Beide Bremsen funktionieren nicht. Mein Kumpel hat mir jetzt einen kompletten Platten hinten reingemacht. Ja, aber das ist auch schon an der Fuß. Immer wieder nicht. Ja, Mensch, du bist ja lebensmüde. Lebensmüde. Er muss ja Überstunden machen jetzt, oder? Wer erst um 12 Uhr arbeiten geht. Sei nicht so zu mir, sei nicht so. Ja. Okay. Na gut, ja, ich hab's immer. Okay. Bis dann. So. Jetzt konkurriert der denn mit seinen Kunden? Das ist normal. Jeder hat ja seinen eigenen. Seine eigene Hemmschwelle. Jeder kriegt, was er braucht. Wow. Oh, jetzt ist Chaos. Jetzt stehen sie da in 15, 16. Da ist aber auch Notarzt bei dem Arzt. Notarzt bei. Wahrscheinlich Corona-Infektion. Den Treffer jetzt. Wird abtransportiert. Die ganze Schlange wird evakuiert. Erster Auftrag heute, 2 Jahre schon weggeschickt, weil ich nichts mehr habe, ich habe kein Material mehr. Wem jetzt noch so? Im Lande? Ja, gibt ja schon noch viel, ne? Aber eben viele Sachen jetzt eben halt auch nicht mehr. Können die Leute auch ja nicht begreifen, weil sie sowas ja nicht kennen. Frage nach was und das gibt es nicht? Das gibt es ja nicht. Okay, haben wir. Dann brauchen wir jetzt diesen Sitz, der muss höher. Keine Ahnung, wer den hier so aufgepolstert. Dann wieder runterrutscht. Musst du die Teile machen, das sind nur mal kleiner Kuchen. Also Kindersitz ist runtergerutscht. Aufs Blech rauf. Man hat hier eine schöne Beule drin geholt. Ja.
Das ist halt für mich, ich finde, das ist auch keine sehr gute feste Konstruktion. Er zeigt sich einfach mit dem roten Lack markiert. Und wenn sich hier ein Abstand wieder bildet, weil das wieder, Mist, weil das hier wieder runterrutscht, ja, dann muss er eben, muss er schauen, ob sie diese Klemmen hier, ob es die auch in schmaler hebt. Noch dünner. Gut, wie auch immer. Ständer will sie noch haben. Ja. Next. Dreh sie um. Die geile Sau, du zum. Oh, der bremst trotzdem. Ständer auf. Haben ein Dynamikfest. Ja, das ist ja. Hat er noch nie gemacht? Ja. 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 Das ist die Jugend, ey. Alles einfach liegen lassen. Das ist der Lahn. So ist der Lahn. Genau so und nicht anders. Mit oder ohne Epstein. Kann ich froh sein, dass die Pumpe noch hier ist, ey. Dass die noch keiner gerackt hat, ey. Das ist leider nicht festzustellen. Boah, ist ein Dicke. Fischkutter oder was? Ja, cool ist halt da. Ich Fabelhafte Welt der Amelie, oder? Dann blick mal lauter nach. Jan Thiersen. Oh, hier liegt ein Tier. Helm und Jacke und so zusammen geschlossen können. Was mit deinem. Ein Vorhang ist so ein Schloss? Ja. Kabel. Ja. Kunststoff oder was? Ja, ja, ja. Okay. Brauchst du noch ein normales Schloss und dann schließt du das eigentlich mit an? Ja, ich glaube schon. Ist das gestört oder? Ja. Bin leider immer noch zeigen, woran das liegt, hier mit dem Einstellen. Stromkabel und so habt ihr reingemacht. Genau, Netzteil ist drin. Tasche. Wenn du willst, dann gehen wir einfach ein Stück und dann können wir uns ja ablösen. Genau. Vielen Dank, ja? Bitte, gerne. Viel Spaß damit. Ich kriege keinen Anschluss mehr von der CD, Klavierlesung. Ah, wird's gut.
So, auf alle Fälle haben wir vielleicht von hier. Der Teil ist kaputt, Kette ist kaputt gegangen und an der Stelle klickt es halt. Natürlich bei hoher Belastung macht so klack, klack, ratsch, ratsch und das war's. Also das muss einfach ausgetauscht werden, das mache ich jetzt einfach, kostet jetzt hier 4 Euro die Aktion und dann ist sie damit happy, denke ich mal. Und dann brauchst du da nicht anzeigen oder irgendwas. Hat sich einfach die Kette gelöst. Ein bisschen. I have a bike here and I want to bring it back to Ireland. Okay. Yeah, so I would need somebody to take the bike apart. Als mein Rennrad. Ja, guck dir mal meine Fox 32 an. Immer rechts. Stell mich erstmal ab. Ich bin Valentin. Valentin. Darf ich vorstellen? Achim. Wir haben von der anderen gehört, ja. Jetzt hast du gestern noch irgendwas gesagt und dann habe ich es gar nicht mehr gehört. Ja, würdest du gerne fallen tun? Ja. Einmal zum Spiegel gehen. Ja. Okay, kriegen wir gleich nicht. Wenn du mir sagst, warum ich die günstigsten Shimano Bremsscheiben nicht mit gesinterten Belegen fahren kann. Kannst du im Haushalt einen Schein, die dafür geeignet sind. Ja. Ja. Ab wie viel sind die, ob gesinnt, wie gesinnt das ist geeignet? Ab einer bestimmten Zahl. Über 54. RMT. Einmal 54. Pueblo Gelb. Pueblo Gelb? Ja. Und Saft. Und eine hier so eine rote Kirschholunder Fritzpause. Mhm. Und so eine 1 Liter hier die orangefarbene Partikel gemacht. Genau. Muss ich drin kriegen. Ja, ich danke dir. Ja. Pueblo Gelb. Genau. Ganz wichtig. Ja.
Hallo, hallo. Hi. Hi. Ich würde mir ganz gerne ganz kurz noch für das dünne Röhrchen hier eine Metallsäge ausleihen und das draußen schon mal absägen. Ich brauche so ein kurzes Stück. Und habe jetzt. Für Siphon? Nein, eine Siphon, ja, ja. Der Rohrschneider. Der Rohrschneider. Dafür sonst reißt du denn so mit der. Ach so, ja. Okay. Gut, Achim, ich muss schneiden gehen, ja. Ich bin schon im Verzug. Ja, scheiße. Wenn wir mal schneiden, dann sehen wir uns später noch mal kurz. Ja, heute ist ja noch gleich nichts passiert bis jetzt so richtig. Also ein paar Sachen stehen da vorne, aber nicht doll. Ich verliere die Teile hier nicht, wisst ihr, die fallen dann runter, ne? Ja, kannst ja. Du kannst ja mal die Kamera über das Bier hier halten. Na, die Führung machst du denn da selber? Na gut, machen wir heute Abend. Ja, genau. Ich komme da noch mal runter. Halt. Genau. Jetzt kommt dieser Panzer hier. Füster! Eingestellt.
Alter Schwede. Da. Normalerweise würde ich ja Sachen auf dem Hinterrad rausschieben, aber ob das mit dem Bauch funktioniert. Was? Probier mal am Bremszug zu wechseln, wenn das da drüber hängt. Hüpft so ein kleiner Spatz da draußen rum. Ja. Da kommen so drei Tiffen an. Oh, auf Englisch. I think we have to kill him. He's injured. Oh, he's hurt. Ja, mal sagen sie zu mir auf Englisch, er muss den töten und der ist verletzt und was ist mit dem? Ich sag, der ist einfach nur jung. Ach so. Ja, aber er kann halt noch nicht so richtig fliegen. Ja, nein, aber warum sitzt der denn da? Mann, sind die alle bescheuert, die sind so begrüßt. Ja. So scheiße, und wollten sie auf ihn auflatschen. Ich sag, nee, sag mal, was ist denn los, ey? Ja. Zeig, bevor noch einer auf so eine bescheuerte Idee kommt, da ich ihn genommen. Kurz die Flügel angeguckt, so halt in Ordnung, hab mir in die Luft geschmissen, dann flog er weg und dann war gut, weißt du? Also, du musst dir mal vorstellen, wie bescheuert die Leute sind, was ist denn los? Wir müssen ihn töten, ich komm vorbei aus was weiß ich, Großbritannien oder Amerika und sagen, komm erstmal her, Vögel-Tee. Oh, geil, ein Baby, Vogel-Baby, klatscht. Jetzt mal, ich stehe auch wieder weg, wirklich, bescheuert. Sagst du das? Was für ein Quatschkopf, Alter. Innenverlegter Zug. Krieg ich jetzt einen zweiteiligen ran. Krieg die Schaltzerhülle nicht durch. Also meinst du zweiteilig. Kriegst du nicht durch? Nee, den kriegst du auf der anderen Seite nicht raus. Das ist jetzt Schrumpfschlauch. Die Dinger sind eingerostet. Ja. Genau deswegen krieg ich sie nicht durch. War zweitölig, wie willst du den hier ansetzen? Doch nicht an die Hülse. Klar. Die reißt doch weg, die bricht doch weg. Die ist hart wie Sau. Hat doch keinen Anschlag. Nein. Jedoch. Passt doch. Ja, aber rutscht rein. Einmal bremsen. Die müssen wir mit dem Bremsen reinziehen. Halt mal fest. Richtig. Ich kann das nicht bremsen, so kann ich nicht simulieren. Das geht nicht. Die zieht's drin. Die hat keinen Anschlag hier, das ist kein Anschlag. Die zieht's einfach durch. Stopp dein kurz mal. Und dann war das ist das Problem. Also mit der Hülse passt das nicht durch. Da ist kein Anschlag drin, Achim. Das ist Kunststoff, mit Kunststoff. Kunststoff geht nicht als Anschlag. Kannst du den nehmen. Dann war bitte mein. Nee, brauchst doch. Warte mal. Der hier noch lang genug. Der sollte reichen. Geht der hin hier drin? Oder doch? Er kommt hier nicht raus. Kommt da nicht raus.
alles. Ja. So geht's. Okay, wir kriegen den hier jetzt wieder runter. Wie den runter? Ja. Ah ja, stimmt. Logisch, ist er durch. Jetzt ist er durch, kannst du den nehmen. Genauso wie es den durchgezogen hat, zieht es so den anderen hoch durch. Ja. Nee, nochmal abschneiden. Ja. Also nochmal frisch machen, genau hier ansetzen. Genau, was du brauchst. Das brauchst du nicht. Jetzt legst du dir genau die Länge, die du brauchst. Das ist die Länge, die ich brauche. Ja, dann eben Mühe abschneiden. Ja. Aber eben so, dass es schön gemacht ist. Gut. Rum. Ja. Ja, sorry. Nee, ja, gut. Ist ja nicht. Habt ihr irgendeine Beschwerde oder was? Aber die ist ja. War halt klar. Muss in die Schmissen. Kurs? Nee, von meinem Muss. Der ist drin. Ah. Ich soll bei mir weitermachen. Komm ich so nicht. Stormy hat schon drei Gehabe. Vor Trommelnabe. Dann für Trommelbremse. Ja, Stromautomatik, Dreigangautomatik drin. Und praktisch war das niedriger Trittfrequenz schon schade. So. Schlecht am Berg. Vier.
Wunder. Na, wenn ich mich nicht verlesen hätte, am Weitenstein habe ich da gelesen 2,96 und das wäre natürlich zu lang gewesen, aber 2,86 ist schon schön. Passt nämlich. Ja, zack, 1, 2, 3, 4, 3. War ein paar, ja. Alle an einer Stelle, wa? Insgesamt waren es 6 Stück. Ja. 1, 2, 3, 4, da hin. Ach nee. Ach doch. Wieder umgekippt, denn ich muss nicht dran. Hat jemand liegen getreten? Ja. Ich habe das vor relativ langer Zeit eingebaut. Vor einer Woche. Und dann rüber dahin. Das geht auch noch nicht. Bei welchem Weißen? Mit dem kaputten Tretlager? Ja, ja. Weil ich hatte zwischendurch noch ein anderes weißes Tier. Na ja, wie schon. Ja, na, ich habe ihm gesagt, dass da ein Reparaturlager drin ist. Ja. Längere Benutzung steht kein Problem im Wege, aber das wird wahrscheinlich das letzte Lager sein, was er da eingebaut hat. Ja. Dann kriegt die Scheißspeicher nicht durch. Hab nicht noch Bogen nach unten. Na ja, okay, wenn ich sie biege, kriege ich sie natürlich auch durch. Ah, die Seite da lang. Drunter, drunter. Halt drüber. Also so, die Speichen habe ich jetzt eingefädelt, aber jetzt noch zentrieren. Nicht. Mhm. Haben wir auch eine Olle da. Ja, und den Spiegel und bla, na klar, 30 Euro. Nein, ich habe jetzt kein Bargeld dabei, ich könnte den zurücklegen. Deswegen steht er hier draußen, weil wir ihn schon mal zurückgelegt haben. Der Bucherspiegel. Ja. Zwei Endpreis 30 oder 40 eigentlich. Aber ist okay, 30, wenn er weg ist, ist er schon immer angezahlt. Ja. Kommt die wieder? Keine Ahnung. Die wollte eigentlich bloß Geld holen und wiederkommen. Das war so gegen 16 Uhr. 16:30 Uhr. Die müssen alle anzahlen. Irgendwann ist das Ding überbezahlt. 100 Euro pro Ding. Anzahlung verfällt morgen Mittag. Hier habe ich dir schon hingepackt, eine Felge. 32 Loch. Alles klar. 32 Loch. Ja. Keine schlechte Felge. Ja. Na, ich hatte heute ein bisschen zu tun. Ja, nee, 20 Euro steht hier noch. Ja. Schreiner. So. So, Feierabend. Oh Mann. War was Besonderes? Nee, wa? Also sehen wir uns morgen wieder. Bis dann. Ciao, sagt der Tommy.